Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, gehen wir bitte gemeinsam in den Backstage-Bereich meiner, naja, bescheidenen Plantage. Und dort erwartet uns eine kleine Überraschung, keine Sensation, also nichts Besonderes, nämlich das hier. Das sind zwei alte Sandalen, die ich am 6. Juli, das ist ein Samstag, keine Ahnung, ungefähr so um 15 Uhr umschnallen werde, denn dieses Video ist ein Ankündigungsvideo für unsere nächste Wanderung am Samstag, den 6. Juli 2024. Wir treffen einander bitte um 13 Uhr am Parkplatz neben dem Hotel Sacher, welches sich am Eingang des Helenantals befindet. Unsere Strecke wird uns zunächst hinauf auf die Ruine Scharfeneck aus dem 11. Jahrhundert führen, die dann relativ bald aufgegeben wurde, weil die Konkurrenz zur naheliegenden Burg Rauheneck zu groß war und Scharfeneck hatte kein Hinterland. Aber trotzdem interessant, diese Burg, also Ruine, Burg wird es keine mehr sein, diese Ruine anzusehen. Befindet sich schräg oberhalb der Hauswiese. Hoffentlich finden wir auch den Weg dort hinauf. Und dann heruntergekommen, wahrscheinlich schweißüberströmt von den, sofern es nicht regnet, von den Strapazen des, naja, doch ziemlich steilen Aufstiegs, wird es dann in Richtung Schwechat gehen. Schwechat, habe ich mir gedacht, werden wir eine kleine Fußpassage, also Fußpassage, beim Wandern ist es meistens alles eine Fußpassage, aber eine Wartpassage durch die Schwechat vornehmen, und das ist auch der Grund für diese Sandalen, denn die haben doch, wie sagt man, einen guten Schutz, eine dicke Sohle vor eventuellen spitzen Steinen, auf Glassplitter oder Glasscherben will ich gar nicht denken, aber trotzdem, die Steine sind dort sehr glitschig, sie sind von Algen bewachsen, und ja, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es in der Schwechat auch Haifische, wurde noch nicht gesichtet, aber möglich wäre es. Und Sandalen sind hier, glaube ich, der beste Schutz dagegen. Naja, Scherz beiseite. Dann wird uns unsere Wanderstrecke bis zur Cholera-Kapelle führen. Dort möchte ich dann einen besonderen Weg einschlagen, den sage ich jetzt noch nicht. Und wir werden dann zum Schluss zur Augustinerhütte, also ganz links hinten, vordringen und werden dort eine Stunde oder so lange, wie wir wollen, oder bis Sonnenuntergang, keine Ahnung, meistens eineinhalb Stunden Pause machen und dann wieder den Rückweg antreten. Gut, das war's. Vorankündigung der Wanderung vom 6. Juli 2024. Ende.